Moment mal eben. 2, 2, 2. Ich guck gerade wegen Alter. Er ist 26. Der ist bestimmt älter, ne? Naja, auch 26. Verlangt weniger. Ja, dann nehmen wir Jamal Hall. Muss ich jetzt einen feuern? Ich glaube, ich muss jetzt den feuern, der... Nee, das ist unser... Der hier Interface gut ist. Ich gucke mal ganz kurz. Info. Ja, genau. Den würde ich behalten. Und Aaron würde ich... nicht in Urlaub schicken, sondern entlassen. Klar, ich gucke nochmal. Ja, das kann man mit gutem Gewissen machen. Entlassen. Ja, ich bin mir sicher. So, nochmal. Personal einstellen. So, 5-2-3-2, den wollen wir mal reinhaben. Ja, mal. Sehr, sehr schön. So. Und Designer gibt es ja gerade nicht, also brauche ich gar nicht gucken. Ich könnte höchstens... Ne, den anderen brauchen wir ja nicht, weil der ist ja genauso gut. Ich wollte mal ganz kurz die anderen mir nochmal schnell anschauen, wenigstens. Okay. Script in 5UI 2. Nee, das lassen wir erstmal so, die Konstellation. Aber wir müssen da echt auf immer mal gucken, so, weil das lohnt sich da. Gerade weil wir noch einen Designer eigentlich gebrauchen könnten. So, jetzt würde ich, aber würde ich jetzt noch trainieren? Oder machen wir noch ein Spiel und dann trainieren wir erstmal? Das wäre auch eine Idee. Erforschen erstmal vielleicht. Utilities, Game Tools. So. Ich kann dich erstmal nicht mehr anklicken. Dann würde ich sagen, während wir das machen, trainieren wir die anderen mal. Führungsspiele, Entwicklung, Equipment, anderes gutes Zeug. Jetzt muss ich ja nochmal gucken, jetzt muss ich mir erstmal schnell anschauen. Das war der, war das ja mal gewesen, ja. Also, Game Engine ist wichtig. AI, User Interface und Scripting. Weil es bringt ja nichts, ihn jetzt in Grafik zu verbessern. Das wird jetzt nicht so viel Sinn machen, Leute. Ich würde jetzt natürlich gucken, dass wir die Punkte bei dem weiter hochbekommen. Das wäre cool, wenn man die irgendwie noch ein bisschen umbenennen könnte oder irgendwie markieren, dass ich immer weiß, dann worauf ich die trainiere. Das wäre cooler. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Grafik, Game Engine, Gameplay. Game Engine, Gameplay, Grafik. Naja, es wird halt irgendwie immer alles ein bisschen mit Scripting, Game Engine. Das ist, glaube ich, gut, ne? Machen wir das mal. So, und hier weiß ich ja, das war vor allem KI gewesen. Trainieren. Ist auch mit dabei. Na gut, dann machen wir das mal. Dann gehen wir nochmal eben Designer. Info, aber hat überall eins. Gut, dann wir können ja mal anfangen, den zu trainieren, was soll's. Geht nicht. Okay, dann machen wir weiter. Alter, Bonuszahlen. So, aber sobald wir mit der Forschung fertig sind, würde ich dann auch sagen, wir machen dann gleich das nächste Spiel erstmal. Dass wir jetzt erstmal ein Polster an Kohle zusammenbekommen. So, Game Tools sind jetzt verfügbar für zugängliches Modifizieren. Okay. So, dann gucken wir, wie das funktioniert. Ob wir da noch Mods erstellen können oder so. So, wie sieht's denn aus jetzt hier? Sind die fertig? Kann ich euch trainieren? Kann ich. Ah, die kann ich noch trainieren. Moment mal eben, ist ja auch Game Engine dabei. Ja. Dann machen wir das hier. Trainieren. Kurz das Programmieren, sehr gut, da geht ja jetzt nichts anderes mehr. Machen wir einfach mal, kann ich mich auch trainieren noch jetzt? Weg damit. Bei mir würde ich einfach alles machen, oder? Producing. Okay, cool. Geht das dann schneller oder was? Machen wir das mal. Dauert 15 Tage. Weiter. Krass, wir haben schon 10.000 Einheiten verticket von dem Spiel. Ich habe mir gar nicht angeschaut, ich weiß gar nicht, ob das auch angezeigt wird, wie viel wir da verhältnismäßig bekommen für das Spiel dann. Und das ist was, müssen wir auch dran verdienen. Hin und wieder, je nachdem. So. Ja, okay. So, Training soeben beendet. Und hast ja das Erfahrung gewonnen. Producing, das ist aber neu jetzt, ne? Das dauert noch. Was ist das denn jetzt hier? Neues Training möglich für Beam. Okay, wir müssen langsamer machen hier. Trainieren. Ja, nochmal Producing. Ja, mache ich einfach mal. Ich kann mir vorstellen, dass das Eis dann noch ein bisschen schneller geht. Kann ich auch nochmal trainieren. Grafik, ich wollte lieber... Ich weiß halt nicht, wenn ich bei dem jetzt das hier mache, ob ich bei dem dann... ich kann doch bestimmt bei beiden das gleiche machen auch, oder?
weiß es nicht. Ich guck mal eben ganz kurz. Trainieren? Nee, das ist was komplett anderes. Okay, na, dann kann ich ja mal aussuchen, wie ich will, was. Dann nehme ich einfach mal das, was mehr bringt. So. Hat sich die Sache. Was sind jetzt? Forschung Simon Scott. Cyber Sound Version 2. Ah, okay. Deswegen konnte ich ihn noch nicht trainieren. Hallo? Moment mal eben. Das ist jetzt fertig, ne? Wo ich das sehe. Nee. Ja, dann mach das mal bitte noch. Das hätten wir auch. Es ist gerade ein bisschen hier durcheinander, ne? Aber egal. Ich mach mal ein bisschen langsamer wenigstens. Trainieren. Das machen wir auch gleich noch. Und ich würde natürlich auch gerne mal wieder ein bisschen Fans dazu gewinnen. Also wenn wir so eine Million haben, dann werde ich mit dem Team erstmal versuchen, ein paar Games ohne Publisher rauszubringen, worauf ich Lust habe. Dass wir vielleicht so mal wirklich eine Fanbase aufbauen können jetzt. So, das hat gut was gebracht. Was mit euch? Ich kann schon wieder trainieren. Ich meine, irgendwo das Gamer-I bringt hier aber nicht so viel. Da haben wir ja schon den anderen Typen. Mach ich erstmal das hier. Ja, machen wir auch mal gleich noch. So, der ist immer noch mit den Sound beschäftigt. Ja, der müsste jetzt eigentlich bald fertig sein. Casual-Spieler, gab sogar einen Trend. Ist immer noch dabei. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Trainieren. Da will ich jetzt ein bisschen Content Design. Machen wir mal das. Das ist natürlich so spannend, aber es muss sein, Leute. Ich will natürlich ein cooles Team haben. Also Kai Brown, ich habe wirklich hart gearbeitet und mich auch sehr verbessert. Ich will eine Gehaltserhöhung sagen wie 100 Euro monatlich. Ach klar. Hey, danke Chef, aber der verlangt ganz schön viel. Also halte ich langsam jetzt mal ein bisschen zurück, mein Gute. Aber ich will auch, dass sie glücklich sind, meine Mitarbeiter. So, dann machen wir mal wieder das andere. Mal wie gesagt, KI haben wir ja den Typen. Kann ich noch nicht trainieren. Jetzt vielleicht? Ne, immer noch nicht. So, ich gucke jetzt nochmal nach Mitarbeitern eben schnell. Spieldesigner. 2, 2, 2. 4.100 Euro nochmal. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal noch. Wenn es im Besseren geht, kann man ja wieder raushauen. So gut, Leute, wenn jetzt hier alle fertig sind mit Trainieren, ich würde sagen, wir werden jetzt loslegen. Ja, mal halb, vielleicht können wir einige Cheats in die Spiele integrieren. Die Spieler würden es lieben, okay. Forschen können wir erstmal nichts mehr. Ich würde sagen, wir starten jetzt ein neues Projekt gleich. Sind alle fertig? Ich glaube, ne? Also, leg mal los, Leute. Nee, wir machen einen Publisher, oder? Wir machen nur einmal mit Publisher. Oder wollen wir, komm, oder wollen wir, nee, ich mach Publisher, ich geh nochmal einmal auf Nummer sicher. Und wenn wir das dann haben, machen wir selber ein Spiel. Das NES, und wir holen erstmal die Lizenz für den NES, wir sind mit 86. Ich guck mir mal eben die Marktanteile an, die würden mich mal eben interessieren. 20%. Also, NES ist so wirklich Marktführer. Es ist vielleicht ein bisschen spät, sich die noch zu kaufen. Aber da hätten wir auch viel mehr Auswahl, was die Publisher angeht. Okay. Also hier kann ich sie nicht holen. Ich nehme jetzt einfach mal was mit NES an, denke ich. 800.000, 71%. Nee, das ist mir aber, ich habe da Angst, dass es schief geht. Wertung 64% Simulation Racing. Komm, das getrauen wir uns, oder? Das getrauen wir uns. Am 31.12.86, 700.000. Ein Autorennen haben wir auch schon gemacht. Probieren's. So. Neues Projekt, bitte. Bam. Vielleicht holen die auch jetzt für uns die Lizenz von Nintendo. Vielleicht müssen wir das gar nicht selber ausgeben. Motorzeiten. Okay, Motorräder, dann hätte ich eigentlich auch Bock. Power, Club, Taxi, Star Race, Rallye, Motor Race. Dominator, The King of Riders. Komm, ich finde immer solche doofen Namen ganz witzig. The Kings of Riders, yeah. Wir nehmen dann die coolen Namen immer für die Spiele, die wir selber entwickeln. So, passt.
Und ich sehe gerade, das ist gar nicht für Nintendo, oder? War das jetzt, das ist für ein Sega, glaube ich, was wir jetzt gerade machen. Also für Vegas. Glaube ich zumindest. Das lassen wir wieder so. Erstelle ein paar Cheats. Ach klar, warum nicht? Wir sind ja nur bei Singleplayer und so, das ist ja in Ordnung. Das ist eigentlich super aufgeteilt, würde ich sagen. 90 Tage dauert das? Ja, weil, na klar, weil jetzt noch mehr Dinger dazugekommen sind, deswegen wahrscheinlich. Was ist denn, wenn ich den jetzt hier rausnehme? Aber eigentlich ist das so super aufgeteilt. Sind beides 90%. Da würde ich das glatt so lassen jetzt hier. Wir lassen das so. Könnte höchstens Thermal, würde ich hier gerne rausnehmen. Hallo? Moment, geht gerade irgendwie nicht hin. So jetzt? Kyle Brown? Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Also die KI müsste ja dann eigentlich ziemlich geil werden, wenn da hier Stufe 5 Typ nur allein dran arbeitet. Ich weiß, sonst vermischt sich das ja hier. Ich bin ja jetzt zum Beispiel nur Level 1. Und das will ich ja eigentlich nicht. Moment mal eben. So. So. Hier würde ich das übernehmen. Es dauert dafür jetzt 4 Tage länger, aber dafür ist es doch sehr viel besser, was dabei entsteht. Würde ich jetzt mal meinen. Qualitativ. 96, da sind 6 Tage mehr. Das ist aber jetzt auch nicht so wild. Ja, hier würde ich so lassen, weil es eigentlich ziemlich ausgeglichen ist. Und hier auch. Gameplay ist noch okay, 2 und 3. Oder Kyle Brown. Ja, der hat so schon nichts zu tun. Ich lasse das mal, glaube ich, so. Machen wir mal Level Design weg. Ah, dann dauert das echt schon. Ja, egal. So. So, damit sich das nicht vermischt und an den Stellen wirklich Stufe 2. Jetzt hat er 105%. Jetzt dauert es 93 Tage. Wundert mich gerade ein bisschen. Aber ist eigentlich scheiße. Ich will nicht, dass er überfordert ist. Das ist eigentlich nicht gut. Hau ich den mal wieder hier rein. Irgendwo, wo es geht. Hier. Leg mal los. So, sehr gut. Wir haben schon eins erstellt. Deswegen können wir das einfach rübernehmen. Und angeblich hatte jemand einen Kommentar geschrieben, ich kann mir auch die Bewertung ganz genau nochmal angucken. Wie das damals bewertet wurde, das Spiel. Ich finde es aber jetzt gerade nicht, wo ich da draufklicken kann. Also, dass ich quasi rausfinde, wo die gemeckert haben. Vorige Einstellungen, ja, das ist klar, die habe ich jetzt einfach übernommen. Es ist egal, ich finde es jetzt nicht, aber jetzt auch nicht so wild. Erstmal, ich kann mir das auch über das Pinport angucken können. So gut, Gameplay ist, glaube ich, super so. Level Design ist nicht so wichtig. Content Design witzigerweise auch nicht. Systemdesign kümmert sich um globale Regeln und Mechaniken des Spiels. Ein gutes Design wird an die Herausforderungen von Level und Design und Inhalt anpassen, indem es eine generelle Balance von wirkenden Kräften erzeugt und trotzdem flexibel bleibt. Okay. Wenn ein Spiel in der Bandbreite seine Möglichkeiten wächst, dann steigen auch die Anforderungen an das Systemdesign. Das ist sehr schwer zu verstehen, muss ich sagen. Also es hat 61% bekommen, also so schlecht ist es schon mal nicht. Wir haben auch noch ein paar Punkte übrig. Ich würde mal Sounddesign noch machen. Gamewriting ist echt boomy. User Interface ist auch wichtig. Oh, da müssen wir hier mal noch ein paar Punkte reinhauen. Aber der Rest ist auch wichtig. Ich hätte halt gerne in Sound noch mehr Punkte. Aber es ist, naja, wie mache ich denn das jetzt? Aber Gameplay ist da eigentlich immer das Wichtigste, meiner Meinung nach. Ich würde Grafik runter machen und so hier. Wir haben ja eigentlich sicher schon fähigere Leute. Wer weiß schon, wie ich es meine. Das ist vielleicht trotzdem dann ganz gut. Weil ich glaube, ich lasse das so, wie es jetzt ist hier. Content Design könnte ich ein bisschen runter machen. Weiß gar nicht, warum ich das so hoch habe. Komplexe Puzzle ist runter zu machen. Nee, das ist. Eigentlich können wir das fast so niedrig lassen, Leute. World Design ist ja auch nicht so wichtig. Also wir machen ja, wir ist ja jetzt keine Crew, was wir erstellen. Wobei ich eigentlich schon gedacht hätte, dass. Machen wir das am blödesten. Ich werde wenigstens World Design einen Punkt noch einstecken. Content Design.
Mich wundert, dass Level-Design und so da nicht dabei ist bei Autorennen, muss ich ehrlich sagen. Grafik oder Sound noch einen Punkt? Komm, wir machen mal Sound noch einen Punkt rein. So. Ich lasse das einfach mal so, mal gucken, was passiert. Oder wir machen. Ne, wisst ihr was? So. So. Game Riding ist egal. Wir lassen es mal so, wie es ist. Ich glaube, damit kann ich ganz gut leben. Schauen wir mal. Ich bin der Meinung, es jetzt besser gemacht zu haben. Als davor. So, hey, das ansässige Indie-Studio Magum hat gerade Alien Cowboy Steampunk Tactical Invasion 2 veröffentlicht. Was ein Ding. Vielleicht sollten wir zur Release-Party gehen. Klar, können wir machen. So, Vega Master System heute veröffentlicht. Ist der Nachfolger von SG 1000. Es ist Vegas Antwort auf den die Atari 7400. Okay. Aber man sieht, wie es ja langsam nach oben geht, ne, mit der Leistung. 4 MHz. Nicht schlecht, sehr schlecht. 86, ne, mal gucken, irgendwann kommen ja auch die ganz coolen Sachen, ne? Also das ist die coolen Sachen, aber die Sachen, die, ich meine, das ist ja auch alles cool, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber die Sachen, die wir auch persönlich dann vielleicht schon mal kennen. Also wie gesagt, also mein erstes war ein Amiga 500 gewesen, das ist auch schon ziemlich alt, das Teil, aber meine erste eigene Konsole dann auch, jetzt unabhängig vom PC, hatte ich eine Konsole davor gehabt und das war eine PlayStation 1 gewesen. Und sowas müsste ja dann hier auch kommen. So, du hast bereits gemacht, dein Simulation Racing Spiel, du kommst und ja gut. Darum kümmert sich wahrscheinlich wieder genau der Publisher. Story. Machen wir einfach Rennen. Oder machen wir nochmal Formel 1. Ich glaube, ich mache Formel 1. Wie heißt denn das Spiel? The Kings of Riders. Ne, da mache ich lieber Rennen. Das gefällt mir besser. So, Budget. Machen wir mal $2000 rein. Sind wir mal nicht so. Dann machen wir mal 5000. Vielleicht kriegen wir dann auch wieder ein bisschen mehr Fans. Aber eigentlich, ja komm, 5000 können wir schon mal investieren. Mal 4000. So. Und ich würde es gerne für Teen mit raushauen. Es gibt ja Hinweise, haben sie gesagt, ne? Jetzt wird's rot. Ist das euer Ernst? USA hätte gerne das so hier, aber dann wird's doch indiziert überall. Und das ist doch scheiße eigentlich. Ich meine, begehre Sprache, echt bei einem Autorennen. Ich meine, ich kann es einfach mal anpassen. Wir werden ja dann sehen, ob es so hinhaut. Aber ich habe so verstanden, sobald es rot wird, sind mir zu viel. Also wir müssen genau so machen, dass es nicht rot ist. Können wir vor, ich mach mal so, dass es noch Major ist wenigstens. So. Ich habe trotzdem Angst, dass das indiziert wird. Ich weiß nicht, ob dann der Publisher meckert. Eins ermerken. Wichtig ist erstmal eine gute Bewertung.